Hallo Dampferfreunde, schön, dass ihr da seid. Ja, eins erstmal vorweg. Ich habe ja letzte Woche mal die Probleme gehabt, dieses Sound zu einzustellen. Jetzt habe ich hier meinen Blue Yeti direkt hier neben mir. Das seht ihr jetzt nicht im Display, also nicht im Monitor. Und ich will hoffen aber, dass die Qualität doch ein bisschen besser rüberkommt. Und dass ich das Laminiermikrofon eigentlich nicht mehr hier habe, ne? Weil das ist irgendwie ein bisschen doof, wenn man hier reinzuteilen. Also habe ich mir gedacht, jetzt muss dir auch tatsächlich hier mal so ein Blue Yeti Nano vorstellen. Also kaufen. Und habe den jetzt hier gehabt, also neben mir. Und es ist ungefähr, ja, man sagt ja immer generell so ungefähr eine Breite des Ellenbogens lang sein soll. Wie die Qualität jetzt hier rüberkommt, habe ich schon versucht, vorher ein bisschen zu kalkulieren. Es ist in meinen Augen schon doch ein bisschen besser geworden. Es kann natürlich sein, dass bei euch es anders ankommt als bei mir im Kopfhörer. Gut, das war das jetzt das eine. Aber heute wollte ich eigentlich nicht das vorstellen, sondern das A bis Z. Ja, heute ist wieder immer noch, oder es ist immer noch eigentlich die A-Variante da. Heute habe ich mir vorgestellt, euch die All-Day-Vape vorzustellen, das All-in-One, also IO, und die sogenannte AWG vorzustellen. AWG komme ich gleich dazu, denn ihr wisst, jetzt fragt ihr euch, was ist AWG? Da komme ich, wie gesagt, gleich zu. Also zuerst in der Reihenfolge kommt jetzt All-Day-Vape. Also All Day Vape ist ganz schlicht einfach gesagt, das ist das Liquid, was man täglich gerne dampfen tut. Also man sagt immer, wenn man dann zum Beispiel das bestellt, also gekauft hat und man dampft das und dann sagt man, das kann ich jeden Tag dampfen. Das ist dieses All Day. Das nennt man ja auch dann immer, wenn man in Dampferzähne dabei unterwegs ist, dann hört man, das ist mein All Day. Ja, also das ist dann wirklich dieses Liquid damit gemeint. Es gibt aber auch Liquids, und das ist jetzt kein Scheiß, Kuhmist oder aber auch Sekt sowie Rum. Ja, ihr lacht jetzt schon, Kuhmist. Ja, nein, es ist kein Witz. Es gibt tatsächlich, glaube ich, ein Liquid, das ist Kuhmist gewesen. Ist natürlich kein All Day. Ja, also auch Sekt, auch Rum nimmt man eigentlich generell ganz wenig für All Day. All Day, ja, Liquids, die sind mehr dezentrisch, geschweige denn auch ein bisschen geschmacklich richtig gut und fruchtig meistens. Ja, also das sind irgendwie so die generell die, ja, Liquids, die man eigentlich jeden Tag benutzen tut. All in One, also IO genannt, also AIO, sind Geräte, die zeige ich euch jetzt. Ja, das ist zum Beispiel auch ein All-in-One. Oder wo ich vor kurzem euch noch diesen Dots-Mod vorgestellt habe, das ist auch so ein Gerät All-in-One. Das sind Geräte, die den Verdampfer, den Akku und eben das Gerät vereint sind. Ja, also nicht jetzt wie zum Beispiel der Verdampfer extra ist und unten der Box-Mod ist. Nein, das sind es eben nicht. Es sind, wie schon gesagt, diese Geräte, die den Akku schon integriert haben und hier oben ein Verdampferkopf drauf kommt. Es gibt tatsächlich noch ein Modell von Joyatech. Das ist die sogenannte Ego IO, so heißt sie auch wirklich. Da ist der Verdampferkopf tatsächlich noch, ja, mit dem Akku verschraubt. Das heißt, der Verdampferkopf, das Glas, ist in dem ganzen Gehäuse mit eingebaut und nur oben den Deckel wird abgeschraubt und da ist der Coil mit drin. Das ist auch ein All-in-One-Gerät. Ja, also hier ist es immer so, wenn die Geräte, zum Beispiel der Akku defekt ist, dann kann man bei gewissen Geräten auch leider den Verdampfer oder den Pod nicht mehr benutzen. Das nennt man aber auch, wie gesagt, zusätzlich eigentlich Pod.
Ort ist, aber wie gesagt mehr, wo man dann die Sachen austauschen kann. Es gibt aber tatsächlich Geräte, die eben komplett einmal durch sind. Zum Beispiel könnte man auch sagen, dass eine Einwegzigarette genau das gleiche Prinzip ist. Also eine Einwegzigarette ist ja auch unten der Akku, dann der Füllstand des Dinges, also des Liquids, und die Elektronik ist auch mit drin verbaut. Das sind eigentlich so auch so gewisse Geräte wie All-in-One. Das heißt, alles ist da integriert. Also das sind diese Geräte. So, ich habe mich jetzt kurz umgeschnitten. Also ihr seht mich jetzt wieder hier oben und hier unten, wie gesagt, mein Tisch. Und zwar ist deswegen, weil ich euch jetzt was vorstellen möchte. AWG. Was ist AWG? AWG ist die Abkürzung von American Wire Gauge. Ja, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber... Für Neulinge, die das doch nicht wissen, es ist oder hat mit dem Draht zu tun. Wir Dampfenthusiasten, die schon länger mit können, also dampfen, so wie Schweiger denn auch, selbst Kreuz drehen, die wissen, was ich eigentlich meine. Und zwar ist folgendermaßen AWG, wurde 1857 von Joseph Rogers Brown erfunden. Und zwar für die die Feststellung von der Drahtdicke des Metalls, also der Durchmesser, also der Drahtdurchmesser wurde damals gemacht. Und der ist eben, wie gesagt, auf der amerikanische Variante gerechnet worden. Das heißt also, hier in Deutschland werden wir natürlich Millimeter benutzen. Aber im amerikanischen Bereich wird das eben als AWG, also als Gauge genannt. Gauge bezieht sich auf die Herstellungsprozess von dem Draht. Die wird in Schichten gerechnet. Das heißt, umso dünner das Draht ja wird, umso dicker wird die Gauge. Ne? Also das heißt, umso dünner das Draht, umso höher die Zahl. Und das erkläre ich jetzt euch mal. Ich habe hier einen Fused Clapton Wire und wenn ihr genau mal hinschaut, ich mache jetzt mal ein bisschen höher, dann steht dort 28 Gauge mal 3 und 36 Gauge. Das liegt ja auch daran, ihr könnt das nämlich jetzt sehen, wir haben hier drei Drähte innen drin und einen Draht herumgewickelt. Diese drei sind jeweils 28 Gauge. Und der Draht, der herumgewickelt ist, ist 36 Gauge. Ich kann jetzt, ich versuche eigentlich normalerweise ziemlich nah ranzusetzen. Ob die Kamera das natürlich akzeptiert, kann ich nicht genau sagen. Es ist verdammt schwierig auch zu zeigen. Sonst müsste ich mal gucken, ob ich das hier irgendwie mal auseinander machen kann. Dann zeige ich euch das mal hier. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen auseinander zu machen hier. Ja, damit ihr das mal wirklich wisst, wie das funktioniert. Na, komm her. Mache ich jetzt mal ein bisschen auseinander. So, und jetzt sieht man das hier richtig. Ah, da seid ihr jetzt. So, und jetzt gucken wir mal hier. Da haben wir hier. Na, ist natürlich nicht so einfach. Hier. Drei Drähte drin. Ja, und die sind, wie schon drauf gestehen, ne? 28 Gauge. Das seht ihr auch. Hoppa, da seid ihr. Das seht ihr auch. Die sind viel dicker. Ja, also die Zahl ist eben unten. Dieser Gauge hier ist jetzt natürlich 36, glaube ich, steht hier drauf. Ne, ja, 36. Und wie ihr sehen könnt, ziemlich dünn. Ja, also hier. Ich gucke mal, ob das hier irgendwie noch fokussiert kann. Ihr seht selbst, es ist verdammt dünn gegenüber die großen Dicken hier. Das ist also die Messung des AWGs und die berechnet er eigentlich so gesagt in Zoll. Und die Gauge, also muss man in Zoll berechnen und dann gibt es eine Tabelle, die man im Internet finden kann, wo es in Millimeter berechnet wird. Also wie viel Millimeter das jetzt hier ist, müsste ich selber auch erstmal, wie gesagt, in der Tabelle nachvollziehen.
Warum das jetzt in der amerikanischen Variante genommen wurde und nicht, sag jetzt mal, in Millimeter, das liegt einfach darin, weil Gauge oder in dem Sinne ja international berechnet wird. Das wird für überall benutzt. Das ist also nicht nur wir hier, sondern das Kletten Leakwave, denke ich mal, wird ja auch in China hergestellt. Ja, made in China, steht sogar drauf. Und die müssen das dann auch in dieser amerikanischen Form machen. Die kennen in dem Sinne nicht Millimeter, sondern die kennen eben nur die amerikanische Form und das ist dann eben Gauge für die Metallverarbeitung. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt wieder einen schönen Einblick gehabt und ich schalte mal schnell wieder um und ich hoffe, ihr hattet wieder einen guten Einblick in diesen drei kleinen Wörter. Ja, und für ein Like, für ein Abo wäre ich natürlich auch sehr dankbar. Und ich wäre natürlich schön froh, wenn ihr beim nächsten Video einschaltet. Wenn es wieder heißt, gute Dampf. Bis zum nächsten Video. Tschüss.